Mir ist mit dem Feuerzeug mal einer nachgelaufen. Wie hat das ausgeschaut? Ich bring dich um! Hands up, then we gonna drop. Was sind wir dabei? Das wird prima. Trauben. In den Punkt hab ich mir geholt, Alter. Den hab ich gerade ins Jenseits gef***. Ja, geh weg mit deinem Battle-Post. Sag einmal, seid ihr kannst den Mähdrescher wegrammen? Schaut es da aus wie Wurzenfeld oder was? Ist Erntezeit, beweg dein A***! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich jetzt! Es tut mir voll sorry, aber ich bin kein begeisterter Türöffner um 3 in der Früh in einem verfluchten Kindercamp, Alter, wo ein Haufen Leute umgebracht worden sind. Ich glaub nicht, dass ich auch nicht. Ist etwas her, Thorsten, da hast du recht. Also wir sind schon zu weit, wo stehen sie denn da hin? Du fährst da schon voll weit vorbei, da hat der Windschutzscheibe mitgebrochen. Hey Partner, ich so. Habe heute Fußstreifen. Okay, aber eins sage ich, Hass wird man nicht, gell? Also Klima funktioniert, zumindest die russische, wenn ich halber den Scheiben schon füllen. Diesen Blablabla, was ist denn mit dir los, oder? Du willst mehr nur nerven heute, gell? Sandwich oder was? Wollt ihr euch da mal von beiden Seiten werden? Oder ich war Fünfter, ihr Blecher! Liebe Getrausmeister, danke für den Fünfer. Na! Und so Pippal! So schlecht! So kommt man ja gar nicht auf die Welt! Das muss man wehren! Das muss man üben! Das kann man nicht von Geburt aus! So Scheiße zum Sein! Dafür muss man Diplom haben! Warum? Da ist eh nix. Du hast die Sound Alert gerade nicht gehört, du Todel da. Ich hab deine volle Bulle um. Ja, gut, dann. Ja. Zu Hause ist Herr Meier eine graue Maus. Im goldenen Dreieck lässt er die Sau heraus. Eine Lotusblüte, wunderzart und fein. Von allerbester Güte lädt Herr Meier ein. Kannst du nicht rein oder was? Toll. Hoppala. Time to say goodbye. Schaut der Nächste! Ihr legt es ja alle darauf an, Alter! Ihr habt es ja alle angesehen auf mich! Maegi. Seriöses Auftreten auf jeden Fall, ja. Hoppala. Ich sag halt gleich jeden, wer. Hat die 93er Bedeutung in deinem Namen? Ja, ich bin der Lightning McQueen. Können, weil ich die Uhrzeit hab und deswegen vorher nerv jetzt lieber die Leute. So, den hab ich aus dem Universum. Alter, den hat's zerfetzt, Alter! Da ist ja nix mehr da! Wo ist denn dein Mankel hingeflogen, Alter? Leider. Alter, nie wieder werde ich ein Osternestl suchen. Wudri, halt die Gauschen, du wirst heute von mir noch tauschen! Der steht auch wieder in der falschen Richtung, der Schneebrunzer, Alter. 20 Punkte haben wir bis jetzt, ich konnte rehren, Alter. Rehren konnte ich. Alter, das macht normalerweise der Kevin, obwohl er Unfall baut, die Punkte. So, da los. Man kennt seine Nummertafeln eigentlich eh schon, der parkt da irgendwo, der Depperte, Alter. Da kann kein Mensch mehr vorbeigehen, Alter. Da sind nicht einmal mehr 4 Meter Fußweg. Was spielst du denn überhaupt bei? Man wurscht, ob du einen Behindertenausweis hast, Alter. Für die sind genauso Parkplätze geschaffen worden, für wie alle anderen Autofahrer. Du Sauhund, du Ange... Alter, Halteverbot und angeschleppt wird auch die Dreckspixen, Alter. Normalerweise schieße ich da ins Knie! Alter. Oi. Seh nicht so an. Jetzt wollte er mir das Licht ausknipsen, du
Das ist das neue Animal Crossing 2023, gerade erst rausgekommen. Und wir haben die Beta gekriegt und dürfen sie das erste Mal spielen, siehst du das nicht? Also, der Animal Crossing Flair ist doch, wie man. Die Musik, die Geräusche, die Fliegen, die um einen verwesenden Schweinekadaver herumfliegen, das deutet doch schon alles auf Animal Crossing hier, oder? Ich darf fragen, was das für ein Spiel ist. Also, manche Leute sind Kunstbanausen. Ich bin nur ein sensibler Mensch, okay? Manche Frauen stehen drauf. Wie sagt sie immer so schön? Frauen sagen immer, es ist doch schön, wenn Männer weinen. Und dann komme ich. Und jetzt sagt sie mir nochmal, Frauen, was daran attraktiv ist. Ernsthaft jetzt. Was ist daran attraktiv? Das ist super gemacht. Oh, nein. Ja, ja, ja. Aber ich kann weiterfahren. Ich würde mich aufpacken, wenn ich ihr war. Alter, Eiki, das war's für dich, Eiki, du kleiner, ehrenloser, dreckiger Alter, jetzt hau, oder? Eiki, zehner Sub jetzt beim Hype-Train oder ich buff dich aus meinem Server aus. Oder ich buff dich aus meinem Server aus. Du ehrenloser, kleiner Windelscheißer! Mach mal Rundtour. Ich hab 42 Quadratmeter Wohnung. Wenn ich zweimal hinfahre, steh ich auch. Alter. Mir ist mit dem Feuerzeug mal einer nachgelaufen. Wie hat das ausgeschaut? Ich bring dich um! Was hat er etwa vorgehabt, wenn er dich dann gehabt hat mit dem Feuerzeug? Kauft, dass du wie eine Gummipuppen leblos am Boden liegst und die langsam und qualvoll kocht? Also wenn mir einer mit dem Feuerzeug nachläuft, dann lauf ich Richtung LSF, dass sie ihn gleich einsperren können, weil da kann er nicht alle haben. Slum, Mary hat ein kleines Slum, es ist so weiß wie Schnee. Mary hat a Zombie fressen, Zombie fressen, Zombie fressen. Mary hat a offene Hand, der Knochen schaut außer, oh je. Ja, es ist prinzipiell da, also Menschen sinnlose Gewalt anzudrohen, ist in meinen Augen, egal in welcher Situation, keine Lösung. Nee. Und ich bin kein Öko-Freak oder irgendwas, der was jetzt nur das sagt, was die Leute hören wollen, weil der Meinung bin ich wirklich. Ich bin mein Lebtag lang noch nicht einmal einem anderen Menschen gegenüber in irgendeiner Art und Weise handgreiflich geworden. Und ich habe noch nie einem Menschen was angedroht, egal was für Zwischenfälle das es gegeben hat. Und ich war 3 Jahre lang in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie es dort zugegangen ist. Und selbst dort habe ich nie jemanden Gewalt angedroht oder habe einmal nur wo hingegriffen, wo ich nicht hingreifen soll. Hands up, then we gonna drop.